Nachdem Stadia der PS2 kam diese Videospiel-Franchise, von der du nie gehört hast, das bereits eine Menge Spiele unter Windows und auf der ursprünglichen PlayStation produziert hat, auch auf die PlayStation 2 Spiele gebracht. Die Franchise hat je nach Land unterschiedliche Namen. In Deutschland heißt die Franchise Autobahn Rasa. In Frankreich hat den Namen Paris-Marseille Racing. Und in Großbritannien den Namen London Racer. Ich kann einige allgemeine Informationen zu allen Spielen geben, bevor ich auf die Details eingehe. Sie sind Low-Budget-Spiele und das kannst du das sehen. Die Kontrollen sind schlecht und das KI ist dumm. Die Grafik sieht in Ordnung aus, aber dem Gameplay fehlt eine gute Mechanik. Okay, nun das erste Spiel auf die PS2. Autobahn Rasa 4. Ist so schlecht, dass es Spaß macht. Du fliegst mit deinem Auto auf die Karte, du kannst auch aus der Karte fallen und hast sogar Nitro, damit du leichter herumbloden kannst. Es gibt 12 Autos im Spiel und 11 Strecken. Und was für alle Titel ironisch ist, ist, dass sie irreführend sind. Die englische Version heißt London Racer, wenn es in London nur 2 von 11 Strecken gibt. In Deutschland heißt es Autobahn Rasa und man fährt nicht wirklich auf Autobahnen. Und die französische Version heißt Paris-Marseille und das gibt nicht einmal eine Marseille-Rennstrecke in das Spiel. Zumindest kannst du dein Fahrzeug modifizieren. Und du machst es auf die uninteressanteste Weise. Du wählst einfach auf eine Skala von 1 bis 5, wie abgestimmt dein Fahrzeug sein soll. Das Spiel ist schrecklich, aber es ist so schrecklich, dass es funktioniert. Du hast Spaß. Als Spielmodus hat das Spiel Zeitfahren, Ausstellungsrennen und durch Cups kannst du alle 11 Tracks im Spiel freischalten. London Racer 2 fortsetzt die Tradition des Low-Budget-Franchise fort. Es hat die Neuheit, Polizeiautos in das Spiel einführt zu haben, die Rennfahrer nachjagen. Im Rest ist es spielerischerweise dasselbe Spiel. Die Bedienelemente sind so wirklich wie immer. Du bleibst immer noch leicht stecken, wenn du nicht vorsichtig bist. Oh, und das Spiel hat auch zwei Arten von Koop-Multiplayer. Und diesmal sind es in das Spiel 12 Autos und 9 Strecken. USA Racer oder A2 Racer Goes USA hat keiner der drei Titel, Autobahn Rasa, London Racer oder Paris-Marseille Racing. Aber es wurde von derselben Firma hergestellt und ist dasselbe Spiel im Gameplay. Es hat immer noch die gleichen wirklichen Kontrollen, diesmal ist es etwas anders. Das Spiel scheint etwas besser optimiert zu sein. Weil ich mich nicht unter die Karte plongiert habe oder in irgendetwas stecken geblieben bin. Auch einige Tracks scheinen recycelt und retuschiert worden zu sein. Aber sie sehen besser aus. Andere sind völlig neu. Es gibt 11 Strecken im Spiel und 12 Autos. Ein kleines Detail, das mir aufgefallen ist, ist, dass das Spiel jetzt, wenn es Kollision gibt, eine Zeitlupe läuft, wie eine Art Crashcam. Selbst wenn das Gameplay das gleiche ist, fühlt es sich durch etwas mehr mittelgroß an. Ich meine, es fühlt sich weniger low-budget als zuvor. Vielleicht ist es die bessere Grafik und das besser optimierte Gameplay, das dafür sorgen, aber das Spiel fühlt sich besser. Autobahn Rasa World Challenge ist ein neu arrangierter Autobahn Rasa. Das Gameplay fühlt sich genauso an wie bei den ersten Autobahn-Rasa-Spielen. Einige Tracks werden recycelt, andere sind neu. Das sind 15 Strecken und 21 Autos. Jeder Track hat jetzt andere Tageseiten. Und ehrlich gesagt, auch wenn das Spiel anders ist, es fühlt sich nicht anders an. Es ist der alte London Racer mit dem Multiplayer-Zusatz und einer anders strukturierten Karriere. Ein kleiner Unterschied ist auch, dass, wenn du in diesem Spiel dein Horn erklingst, es klingt nicht verzerrt wie in die anderen Spiele. Der Ton ist nur leiser. Autobahn Rasa, das Spiel zum Film, ist das Spiel nach dem Film. Und das Film
war nach dem Spiel gemacht. Ja, aus irgendeinem Grund war die Franchise offenbar populär genug, um einen Film darüber zu drehen. Und sie haben es geschafft, die Tradition der schrecklichen Spiele aufrechtzuerhalten. Sie hatten bereits die Spielformel. Wie konnten sie das vermasseln? Sie hätten einfach einer der vorherigen Spiele kopieren und es einen Tag nennen können. Stattdessen hat das Spiel nur 4 Rennstrecken. Sie haben Modus für Tag, Nacht oder Dämmerung, aber das hilft nicht. Es gibt immer noch nur 4 Tracks. Mindestens gibt es 40 Autos, viele davon aus dem Film. Was das Gameplay betrifft, spielst du Missionen. Missionen enthalten Text, der nicht mit dem Film korreliert zu sein scheint. Das Menü sieht aus wie eine schlechte Need for Speed Nachahmung, aber ich denke, das Spiel ist weit weg von Need for Speed oder einem anderen guten Rennspiel. Und das ist traurig. Autobahnraser Destruction Madness ändert die Spielformel. Dieses Mal ist das Spiel kein Rennspiel mehr, sondern ein Deathmatch-Spiel. Der Inhalt ist beeindruckend. Das sind 37 Kampfarenen und 27 Autos. Das Gameplay auf der anderen Seite ist nicht so toll. Es gibt 4 Renntypen, von denen keiner Spaß macht. Du sammelst Power-Ups in jedem von ihnen und die Power-Ups sind die meisten Mist. Die Rakete deines Arsches macht die Handling schwierig, die Kompressor macht dein Auto verrückt, wenn du dich traust zu drehen und die anderen sind entweder uninteressant oder unnütz. Ein Match-Tipp ist ein Rennen mit diesen Power-Ups, einander ist ein klassischer Deathmatch, einander ist ein klassischer Deathmatch wie in Carmageddon. Meiner Meinung nach ist das Spiel nicht gut. Die Wonky-Steuerung werden im Spiel nicht gut verwendet. Die Power-Ups sind die meisten nicht gut. Das Spiel fühlt sich an einfach günstig an. Ich hatte nicht so viel Spaß damit. Die anderen, auch wenn das Spiel aus kritischer Sicht mittelmäßig ist, hatte ich Spaß. Aber dieses Spiel ist nur mittelmäßig. Und du kannst dein Horn nicht mal aktivieren, wie in die anderen Spiele. Autobahnraser Police Madness hat eine der dümmsten Cop-Stories, die ich je gesehen habe. Du bist ein Polizist, der schnell fährende Fahrzeuge festnehmen muss. Du musst die Regierung beweisen, dass du Kriminelle mit langsamen Autos fangen kannst, damit sie das feine Geld verwenden, um einen teuren Supersportwagen für dich zu kaufen. Als ob die Regierung für einen Sportwagen bezahlen würde, wenn die Arbeit mit einem langsamen Fahrzeug gemacht kann werden. Auch Polizisten sind nur für eine Stadt. Du kannst kein internationaler Polizist sein. Oder kannst du? Ich meine, die Karten befinden sich in verschiedenen Ländern. Und das macht keinen Sinn für die Geschichte. Aber selbst wenn die Geschichte Unsinn ist, ist das Gameplay erstaunlich. Ich meine, wenn wir es vom Standpunkt eines Kritikers aus objektiver Weise beurteilen, ist das Spiel repetitiv, es fällt ihm an Tiefe und es fällt ihm an Schwierigkeit, aber ich bin ein Mensch. Ich möchte Spiele nicht streng danach überprüfen, wie sie auf dem Papier funktionieren. Ich möchte sagen, wie ich mich durch das Spiel auch gefühlt habe. Okay, was du im Spiel tun musst, ist hinter Autos zu fahren und sie skanieren. Die meisten Autos haben einige schlechte Sachen gemacht und du musst sie verhaften. Es gibt ein paar Minispiele für Knopf-Quicktime-Events und wenn du die Knöpfe verpasst hast, starte eine Verfolgung durch. Während deiner Verfolgungsjagd kannst du mit verschiedenen Waffen auf dein Ziel schießen und das Auto anhalten. Und abgesehen davon, dass du Leute verhaftest, musst du auch innerhalb einer bestimmten Zeit Dinge auf die Karte sammeln. Ob sie Lebensmittel sind oder geheime Akten sind. Es gibt 8 Autos im Spiel und du kannst sie sogar mit verschiedenen Waffen ausrüsten. Und du kannst die Welt auf 6 Tracks spucken. Ich denke, der Typ, den du spielst, wurde mehrmals gefeuert und jedes Mal hat er seine Identität vertauscht und sich erneut bei der Polizei in eines anderen Landes eingeschrieben. Das ist eine Erklärung dafür, warum du in verschiedenen Ländern spielst. Wie auch immer, auch wenn das Spiel auf dem Papier schlecht ist
und Rezensenten scheinen zu stimmen, dass dieses Spiel schrecklich ist, ich bitte zu widersprechen. Ich halte dieses Spiel für ein verstecktes Juwel auf dem PS2. Ich habe dieses Spiel mit Durst nach mehr gespielt. Sicher, es wiederholt sich, aber die Kernmechanik macht Spaß. Und ist das nicht, was ein Videospiel großartig macht? Wie viel Spaß hast du im Spiel? Nicht wie gut es auf Papier klingt. Ich konnte meine Hände von diesem Spiel nicht lassen. Ich liebe es. Es fühlt sich an wie eine dieser Spiele, die du mit Musli bekommst. Und es hat genauso viel Inhalt wie Crazy Taxi und ist fast so verrückt wie Crazy Taxi. Aber es macht Spaß. Ich empfehle es. Vielleicht findest du dieses Spiel als auch mich ein verstecktes Juwel. Insgesamt hat mir die gesamte Serie gefällt. Die weckige Steuerung und das Low-Budget-Feeling des Spiels machten es einzigartig. Die weckige Physik hat Spaß gemacht. Ich hatte Spaß daran, in die Karte herumzufliegen. Sicher, es kann nicht mit Gran Turismo oder Need for Speed vergleichen werden. Aber das Spiel macht auf einzigartige Weise Spaß. Ich ermutige Spielerfirmen nicht, solche Spiele zu machen, aber ich kann nicht leugnen, dass ich viel Spaß beim Spielen dieser Serie hatte. Jedes Mal, wenn ich die Crash-Physik sah, lachte ich. Ich habe mich gut gefühlt, als ich die Spiele gespielt habe. Und ist das nicht das, was Videospiele einem Spieler antun sollten? Okay, so, das war's das Video. Wenn es dir gefällt hat, schlage den Like-Button. Wenn du magst, du kannst mich auch unterstützen bei meinem Bestreben, so viele Videospiele wie möglich zu rezensieren. Du kannst mich auf Patreon oder Abschnittmitglied des Kanales tun. Du würdest mich sehr viel helfen. Wenn du willst, kannst du mir auf Twitch, Instagram oder Discord folgen. Und wenn du ein weiteres Video von mir sehen möchtest, warte, bis ich aufhöre zu sprechen und es werden Thumbnails zu anderen Videos angezeigt. Danke fürs Zuschauen.